Hey Leute, was geht? Ich bin's, der Max. Und wir zocken hier Call of Duty Advanced Warfare. Denn wir sind hier gerade auf dem Anwesen von Mr. Iron, den Atlas gehört. Und ja. Nein, ich habe reichlich Zeit. John, Vorsicht, auf ein wir wollen keine zivilen Opfer. Verstanden. Aha. Ich weiß. Ja, genau. Rogers ist unterwegs. Ja. Es ist nicht das, guter Schuss. Weiter. Danke. Zwei Ziele auf dem Balkon. Du hast zwar der Balkon, aber ich sehe gerade gar nichts. Auf dich zu. Seht ihr es gerade oder Leute, was? Leute, wie hat mich denn gerade die Drohne hier gesehen? Okay, Mitchell. Es wird nicht leicht, nach drüben zu kommen. Du hast viele Möglichkeiten. Ich gebe Deckung. Was hast du gerade für eine Frage gestellt? Den Zettel. Hast du schon so eine blaue Kutte an? Hallo? Hi Maria, wie geht's dir? Musste leider noch weiterzocken. Nein, ich hab reichlich Zeit. John bereitet sich auf ein Meeting heute Abend vor. Bestätigt. Moment mal, du warst doch jetzt gerade und hast... Ich weiß. Warst bei diesem Mädchen und hast diesen Brief gelesen, ja, ne? Genau. Ja, es ist irgendetwas Seltsames im Gange. Aber John spricht nicht darüber. Was hast du geklaut? Hm. Hä? Ich weiß jetzt nicht, was mein... Zock weiter einfach. Zwei Ziele auf dem Balkon. So, mal schauen. Aber diesmal sehen wir doch die Ziele, hoffe ich. Und die Drohne sieht uns hoffentlich nicht, denn ich habe langsam die Schnauze voll von der hier. Aber wir dürfen sie ja nicht angreifen. Gewaltig. Wo sind denn die zwei? Ziel rechts. Ich würde mal so. Uiuiui. Ich würde sagen, wir gehen, wenn die Drohne weg ist, einfach unten durch. Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich das hier schaffen soll, okay, aber Mitchell, es wird nicht leicht, nach drüben zu kommen. Nochmal von du hast viele Möglichkeiten. Ich gebe Deckung. Ja. Ich habe diesmal eine andere Idee. Schichtwechsel in 30. Bestätigt. John bereitet sich auf guter einen Schuss. Abend vor. Weiter. Aha. Vorsicht. Wir wollen keine zivilen Opfer. Ich weiß. Zwei Ziele auf dem Balkon. Wenn ich sehen würde, welche. Okay, die Drohne hier. Schnell, verstecken! Ich kann ja auch noch leise eliminieren. Alles klar. Jetzt sind wir schon mal auf dem Balkon. Da ist die Drohne. Da ist der andere Typ. Schon mal ein Riesenanfang.
Drohne hätte uns fast gesehen, aber... Okay, weiter jetzt. Ich hasse diese... Soweit so gut, Mitchell. Das Arbeitszimmer ist in der Nähe. So eigentlich. Vorne sieht sie richtig cool aus, aber das Heck ist nur noch ein schnöder Kasten. Wer weiß das schon? Wahrscheinlich kam das bei irgend so einer Marktforschung rum. Vorsicht, Mitchell. An der Einfahrt ist einiges los. Cormac trifft dich auf dem Balkon. Oh. Das war jetzt verdammt knapp. Nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Denn... Auto gab's nicht mehr seit der Allures 200. Alles klar. Können wir hier hoch? Nein, auch nicht. Tupa. Tupa, Tupa, super. Viel mit Schießen hat das zwar nicht zu tun, aber ein Gegner weniger. Alles klar, wir sind jetzt auf dem Anwesen. Anwesen. Ein Schuss verschwindet. Zurückgelassen, Mitchell. Nox, wir sind drin. Hast du eins gefunden? Negativ. Da ist ein Schreibtisch. Also los. Ja, wir arbeiten wieder mit Sergeant Cormac zusammen. Und ja, jetzt fangen wir hier mal an. Da ist ein Schreibtisch. Also los! Ja, ich sehe, dass das hier sein Schreibtisch ist. Oh hab Mann, liebe Leute, was soll das hier noch werden? Hab's. Wir haben die Tagesordnung des Treffens. Es findet gleich im Hangar statt. Der Hangar ist verschlossen. Ich kann nichts sehen. Da reinzukommen wird nicht leicht. Verdammt! Nox, wir haben ein Problem. Wir sind aus dem System rausgeflogen. Ich sehe es. Sie sind in Alarmbereitschaft. Patrouillen kommen schon. Du musst da sofort weg. Da kommt ein Konvoi. Nordwestlicher Eingang in etwa 30 Sekunden. Mitchell, los. Wir dürfen den Konvoi nicht verpassen. Das ist unsere Mitfahrgelegenheit zum Hangar. Jups. Runter. Da ist der Konvoi. Nox, wir müssen in Position. Kling dich in den Funk ein und halt den Konvoi auf. Roger. Mitchell, mir nach. Warte auf mein Zeichen. Verstanden. Hallo, Ihren Namen und die aller Mitfahrer bitte. Jetzt. Ja, hallo, hier ist Ted Bock am Steuer. Ich habe Dr. Bellamy dabei. Er will zu Mr. Irons. Einen Moment. In Position, Nox. Okay, fahren Sie. Verdammt schlau, würde ich mal sagen, oder? Nox, überprüf das. Schon dabei. Bellamy ist ein Alias von Dr. Pierre Danois. KVA-Doktor? Inona. Versauert er nicht in einer Atlaszelle? Das dachte ich. Nox, gib das als Kommando durch. Ich will wissen, was Danois hier zu suchen hat. Verstanden. Dr. Bellamy, ja. Sicherheitsverletzung. Was ist los? Bitte, Sir. Mr. Irons ist hier in Sicherheit. Jetzt! Zu mir.
auf Empfang. Solange die Gefahrenadresse-ID-Nummer der Blutgruppe zusammenpassen, sollte es keine Probleme geben. Wenn die Eindringlinge den Inhalt dieses Containers... Ich verstehe gerade gar nicht, warum wir nicht einfach eins eliminieren. Dann ist die ganze Geschichte vorbei. Ihre Sorge um unsere Sicherheit ist drin. Wenn Ihre Ziele durch so frühes Freisetzen scheitern, habe ich mein Versprechen nicht erfüllt. Keine Sorge, Dankbar. Ihr Geld liegt schon auf der Bank. Alles weitere übernehmen. Anscheinend hat er ihn bezahlt. Für was auch immer, irgendeine giftige Substanz. Stehst du mich noch? Mitchell, zu mir. Nox, wir holen uns jetzt die Fracht. Wie weit bist du? Cormac, die Fracht ist schon an Bord. Das schafft ihr nie. Das Evakuierungsteam soll am Sammelpunkt Delta warten. Ups. Hallo. Leute, habt ihr das gerade gesehen? Das war ja voll der Witz. Nox, wir holen uns jetzt die Fracht. Ja, wir holen uns die Fracht. Die Fracht ist aber schon an Bord. Das schafft ihr nie. Erst in der nächsten Folge. Soll am Sammelpunkt Delta warten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Was? Ich bin schon völlig durcheinander, wenn es euch gefallen hat. So, jetzt. Lass mich schnell gehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Max. Bis zur nächsten Folge.